die Karte zum Weißabgleich. Ja, die ist einerseits sehr sinnvoll, um es einfach zu lernen. Was ist denn überhaupt der Weißabgleich? Wozu mache ich das? Übrigens hier kleiner Tipp, immer im RAW-Format fotografieren. Nur dann hast du die Möglichkeit, den Weißabgleich auch im Nachhinein in Lightroom oder Photoshop zu verändern. Wenn du es nicht machst, wenn du JPEG in der Kamera fotografierst, dann ist der Weißabgleich fest eingerechnet in das Bild. Du kannst ihn quasi nicht mehr sauber verändern. Also hier dieser kleine Tipp, im RAW würde ich immer machen. Hier ist nochmal ganz klar aufgelistet, was bedeuten die Symbole, was ist ein automatischer Weißabgleich, was ein manueller Weißabgleich. Ja, und wenn wir dann zum manuellen Weißabgleich kommen, dann sehen wir hier hinten drauf den Spickzettel, welche Kelvinzahl ich denn bei welcher Beleuchtung einstelle. Es kann nämlich sein, ganz ehrlich, dass die Kamera sich täuschen lässt. Gerade wenn du hier Kunstlicht hast oder Richtung Kerzenlicht dann gehst oder gerade eine Fluoreszentlampe hast, sprich Leuchtstoffröhre. Da kann die Kamera schon mal durcheinander kommen mit dem automatischen Weißabgleich. Und hier hast du die Kelvinzahl drauf, wie du es einfach manuell einstellst. Dann ist es bombenfest und ist für die meisten Situationen sehr gut geeignet. Zum Beispiel auch in der Nacht. Da würde ich zum Beispiel eher so eine Tageslicht-Weißabgleich-Stimmung einstellen. Die meisten Kameras, die ich kenne, für die ist es einfach zu dunkel. Die wissen nicht, was sie einstellen sollen und landen meistens daneben. Aber hier hast du es nochmal schön, was du einstellen sollst. Auch bei Sonnenlicht und so, Blitzlicht und so weiter. Unterscheidet sich nämlich minimal. Übrigens gerade bei Blitzlicht in der Studiofotografie, da ist es unabdingbar, dass man den Weißabgleich vorher manuell einstellt. Manchmal sogar je nach Blitzsystem, welches man verwendet. Denn es blitzt ja nur ganz kurz. Wie soll die Kamera da schnell einen Weißabgleich einstellen? Am besten stellst du den vorab ein. Sonst hast du jedes Bild anders vom Weißabgleich. Das schaut furchtbar aus, wenn du da durchscrollst. Also hier eine wunderbare Merkkarte.